Und meine Nachricht, mein Video heute, das geht darum, dass ich immer wieder sehe, dass Coaches, insbesondere die, die Leader sind, so unglaublich getriggert sind, immer wieder vom Außen, von ihrer Geschichte, von ihrer Vergangenheit, selber als Coach sich noch nicht losgelöst haben von diesen ganzen Stories. Good morning, whoever, ich sehe dich gerade nicht. Immer wieder, ja, und das Außen, und ich passe nicht in die Gesellschaft, und ich bin doch anders, und warum sieht es keiner, und irgendwas stimmt doch noch nicht. Immer dieses Gefühl in sich zu haben, einerseits Führung zu übernehmen, übernehmen zu wollen, Leadership leben zu wollen, vorauszugehen, Beispiel geben zu wollen, und gleichzeitig aber immer noch nicht verstanden zu haben, was ist der Unterschied zwischen außen und was ist der Unterschied zwischen innen, die innere Welt und die äußere Welt. Und immer wieder reflektieren sich sogenannte Leader in der äußeren Welt. Und dann wird's haarig, dann wird's schwer, dann wird's harzig, dann sind sie nicht stabil. Das zeigt sich dann in ihrem Einkommen, das zeigt sich dann in ihrem ganzen Business, in ihrer Family, in allem drum und dran. Und dann verstecken sie noch diese Instabilität und versuchen, diese Unsicherheiten als Stärke zu verkaufen, was letztendlich auch sein kann, wenn ich die richtigen Tools habe, wenn ich das richtige Verständnis habe über das, wie die Welt wirklich funktioniert, was es bedeutet, im Divine Design zu leben, was es bedeutet, Human Design zu sehen und trotzdem Divine Design zu leben und vorauszugehen und zu teachen und vorzuleben. Und was meine ich mit Human Design und Divine Design? Mit Human Design meine ich die äußere, beschränkte Welt, dieses beschränkte Denken, dieses Bedenken, dieses logische Denken, das Denken in Zusammenhängen, das Denken in Rückschlüssen, das Fühlen, beschränkt sich zu fühlen, nicht gut genug zu fühlen. Das sind all diese Beschreibungen für Human Design. So denkt und funktioniert der menschliche Kopf, der menschliche Verstand. So sind wir geprägt, so glauben wir, dass die Welt funktioniert. Hinterher haben wir das Gefühl, okay, es gibt Quantum und wir springen in Quantum rein und Quantum-Manifestation, Quantum-Healing. Aber jeder denkt irgendwie, Quantum, was ist das? Quantum ist Energie. Das ist Energie, das ist der energetische Raum. Und da war ich auch schon so unsicher, und durch Dr. Joe Dispenza wurde ich da reingeleitet, und er sagt dann auch immer, lass alles hinter dir, werde nichts, werde niemand, lasse alle emotionalen Verbindungen und Sachen los, die dich da noch dran halten. Und dann machst du eine Meditation und dann gehst du da rein und dann ist es ganz schön und dann ist es fluffig und dann kommst du raus und dann denkst du, ah, ich habe es gemeistert, das ist toll, ich war in diesem Feld, in diesem Quantumfeld. Und du warst dort. Aber du bist es nicht. Du gehst immer wieder dorthin, du gehst es immer wieder besuchen und springst rein und raus in dieses Feld und wieder zurück ins Human Design, in diese menschliche Welt, in die Welt der Realität, in die Welt der Materialität, und meinst dann, dort materiell manifestieren zu müssen. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht stabil, das funktioniert nicht zuverlässig, das läuft nicht. Und was läuft? Es läuft, wenn du weißt, dass du im Divine Design, Quantenfeld, wie du es auch nennen möchtest, im göttlichen Feld, dass das dein Zuhause ist. Aber wenn du dein Zuhause nicht kennst, wie sollst du da stabil einziehen? Zuerst musst du es kennenlernen, zuerst muss dein Verstand wissen, dass das dein Zuhause ist. Zuerst muss er wissen, dass es dir entspricht, dass du da hingehörst. Und dazu musst du wissen, was es ist. Wieso ist Divine Design, wieso ist dieses Feld, dieses göttliche Feld, das Feld, wo die Dinge sind, das Feld, wo du leben sollst, stabil. Stabil leben in dieser Ansicht. Welche Ansicht habe ich im Divine Design? Die Ansicht, dass alles möglich ist.
Wie verkörpere ich eine Persönlichkeit, die weiß, dass alles möglich ist? Dazu brauchst du ein klares Konzept von diesem Selbst, von diesem Menschen im göttlichen Design. Ja, die Kirche, die Christen, die nennen es Jesus. Aber es ist Gotteslästerung, wenn du sagst, ja, ich bin Jesus. Aber darum geht's im Prinzip. Wir sind alle genau das. Menschen aus göttlichem, also aus Divine Design, um göttlich dieses Wort nicht mal nochmal zu brauchen, weil bei anderen geht da schon wieder die Lampen an. Wir sind Menschen im göttlichen Design. Punkt. Das ist Divine Design. Und wenn ich da rausspringe aus diesem menschlichen Design, aus diesem materiellen Denken, aus diesem menschlichen Denken, dann komme ich ins Divine Design. Und da zu bleiben, da zu wissen, ich gehöre dahin, das ist meine Macht, das ist meine Kraft, da ist alles, was aus Liebe entstanden ist, aus Liebe entsteht. Da ist alles absolut höchste Liebe und Perfektion. Dort wohnt die Gesundheit, dort wohnt der Reichtum, dort wohnen all diese Wünsche, die ich gerne hätte, all die wunderbaren Beziehungen, die ich hätte, all dieses wunderbare, erfüllende, schöne Leben. Das ist im Divine Design. Wie komme ich dahin? Indem ich die Frau bin, die dort lebt. Wie werde ich die Frau? Das sind alles Fragen, die du beantworten musst und die dir klar werden musst und die du verkörpern musst. Und diese Ansicht, die erzählt dir niemand. Jeder erzählt dir etwas Bedingtes. Es gibt Bedingungen, um zu. Es gibt Bedingungen, um zu manifestieren. Nein, es gibt einen Seinszustand, in dem alles deine Wünsche manifestiert werden. Es gibt keine Bedingungen, es ist alles bedingungslos verfügbar. Nur dein Design ist bedingt. Und Human Design und Bücher. Ja, guten Morgen, super Idee, darüber zu sprechen, ja. Human Design und Bücher, die sagen alle, es ist um zu, es geht nur wenn, dann. Aber das ist nicht wahr, das ist nicht das Prinzip unseres Lebens, das ist nicht das Prinzip unserer Schöpfung, unserer Kreation, unserer Entstehung. Das ist nicht das Prinzip. Das Prinzip ist Energie. Und Energie ist bedingungslos. Da kannst du machen, was du willst. Und da kannst du Bedingungen, deine menschlichen Verstandes, Human Design Bedingungen rein projizieren und sagen, ja, das geht nur dann. Und es geht nur dann, wenn die männliche und die weibliche Energie in Balance ist. Da haben wir gestern auch drüber gesprochen. Ja, ich brauche männliche und weibliche und manchmal bin ich zu viel männlich und dann bin ich wieder zu weiblich und deswegen funktioniert es nicht. Der Punkt ist, du bist nicht zu männlich, du bist nicht zu weiblich, du hast nicht zu viel männliche Energie, du hast nicht zu viel weibliche Energie, du bist einfach nicht im Divine Design. Das ist der Punkt. Und dass du dich da rein katapultieren darfst, dass du dort leben darfst, dass das dein Normalzustand ist, das zeigt sich, wenn du es geschafft hast, stabil zu sein. Guten Morgen, Petra! Stabil zu sein, klar zu sein. Wenn eine Instabilität da ist, dass du Tools hast, dass du weißt, wie das geht, sie auszugleichen, dass du weißt, wie du wieder ins Divine Design kommst, wie du diese Situationen schnell und gut handelst und loslässt. Aber so viele von euch Coaches da draußen strugglen selber noch mit ihrem Leben, weil sie sich im Außen spiegeln und dann versuchen sie ein tolles Beispiel zu sein und zeigen irgendwelche außenorientierten Errungenschaften und innen drin herrscht der blanke Horror, innen drin herrscht immer noch dieses blanke, verdammte Gefühl von ich kann womöglich nicht gut genug sein. Dann tauscht man sich aus und sagt, ja, wie gehe ich denn mit Kritik von außen um und dass die Leute glauben, dass ich endlich gut genug bin und von mir kaufen. Das ist alles ein ganz, ganz anderes Konzept. Ein ganz anderes Konzept als dieses Konzept, das dein Verstand, das du auf dieser Welt gelernt hast. Und dieses Konzept des Divine Design, das darfst du lernen, das darfst du leben und das darfst du verkörpern. Und in diesem Konzept bist du nämlich alles, was du möchtest. Du bist voll beschützt, du erreichst deine Ziele, du hast einen klaren Fokus, einen Verstand, eine Entschlossenheit. Es heißt maskuline Energie. Nein, es sind
Qualitäten eines Divine Design Menschen, der genau weiß, wie das Prinzip der Schöpfung und des Lebens hier funktioniert. Und dann hast du Kreativität, Offenheit, geile Gefühle, Fröhlichkeit, Erfülltheit. Du bist sensibel, aber nicht so sensibel, dass du angreifbar bist, sondern sensibel in der Tiefe deiner wunderbaren, schönen Gefühle. Du bist offen, weil du dich nicht abgrenzen musst, weil du weißt, es gibt keine Attacken, weil du weißt, hier herrscht nur blanke, pure Liebe, Fürspruch und Unterstützung. Und da sind wir wieder bei der weiblichen Energie. Im Divine Design herrscht alles, was du dir nur vorstellen kannst, was du dir wünschst. Und das darfst du verkörpern, aber es gibt keine Bedingung dran. Es ist einfach da für dich, es steht dir zur Verfügung. Aber du darfst das verstehen mit deinem Kopf. Dieses Verständnis geht dann in deine Emotionen, in deine Gefühle, in deine Wahrheit, in deine Klarheit, geht weiter in deine Handlungen, zeigt sich darin. Und plötzlich weißt du genau, was zu tun ist, weil du in der Welt lebst, in der die Dinge da sind, bedingungslos für dich, an Unterstützung, an Geld, an Fülle, an Reichtum. Und dann läufst du in diesem Fluss, den du dir erwünscht hast durchs Leben und machst genau diese Dinge. Du erlebst Leben, du erlebst so geniale Dinge, du erlebst jeden Moment, weil es das ist, wofür wir da sind. Das heißt Leben. Und dann gibt es nicht mehr irgendeine Trennung von ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Anerkennung, ich brauche mehr Zuspruch, ich brauche mehr Freunde, ich brauche mehr Auto, ich brauche mehr Haus, ich brauche mehr Wohnung, ich brauche mehr Yacht. Nein, ich brauche mehr Erlebnisse, ich kreiere mehr Erlebnisse. Ich bin hier als kreatives Wesen, um zu kreieren. Und das entspricht mir. Ich möchte verschiedenste Dinge kreieren, die mir entsprechen, die meinem Divine Design entsprechen. Und dann ist alles so rund und dann ist alles so weich und dann fühlt sich das alles so gut an und kein Struggle mehr und kein Kampf. Und solange du dir das eben nicht eingestehen kannst und tatsächlich noch in diesem Human Design gut und schlecht, passend oder nicht passend lebst, wirst du weiter Probleme haben, wirst du weiter instabil sein, wirst du weiter bewerten. Und zwar, bewerten ist gut, ja, du wirst aber weiter menschlich bewerten. Aber wenn ich brauche bewerten, bewerten ist sau wichtig, aber ich muss die Divine bewerten. Ich muss aus meinem Divine Design heraus bewerten. Und wenn ich das mache, dann lebe ich in diesem verdammten Paradies und absolut bedingungslos, weil ich es erschaffe, weil ich es lebe, weil ich es erlebe. Und die konventionellen Wege, die alle gegangen sind, die ich da unterstützen darf, haben nicht funktioniert. Die konventionellen Wege, die ich gegangen bin, wofür ich viel, viel Geld und Zeit investiert habe, die haben nicht funktioniert, weil sie mir nicht die Stabilität, die Klarheit und die Wahrhaftigkeit gegeben haben, die ich brauche, um mich einfach toujours die ganze Zeit gut zu fühlen, um wirklich zu wissen, wer ich bin, wie ich wirke, was ich tue, und zwar die ganze Zeit. Und da ist keine Bedingung dran, dass ich speziell sexy und anziehend und empfänglich bin und was weiß ich nicht was. Ich kann es machen, wie ich will. Ich kann es hart machen. Ich kann es klar machen. Ich kann es auf meine Art und Weise machen. Aber ich muss meine Art und Weise gut finden. Und ich muss auch klar sein, dass sie heute so sein darf und morgen so. Und sie ist immer noch gut. Es gibt keine Bedingung dran. Ich mache es, wie ich es will. Und alle finden es gut, weil ich sage, dass es so ist. Alle finden es super, wie ich es mache. Jeder liebt meine Art und Weise. Und wenn eine Kritik kommt, dann heißt es nicht für mich, dass es nicht gut ist, sondern dann heißt es für mich nur, dass ich vielleicht selber noch ein bisschen einen Zweifel irgendwo habe, dass meine Art und Weise perfekt und gut ist. That's it. Es ist so simpel, Leute. Es ist so simpel. Und ich werde hier in die Coaching-Welt eindringen und ich werde euch genau das lehren und ihr werdet es den Leuten weitergeben, weil es das Einzige ist, was funktioniert. Und weil du nicht ein Coach sein kannst, der selber noch mit seinem Leben oder Bereichen von seinem Leben struggelt. Das geht nicht.
Und wie viele verarmte Coaches, die irgendwo Geld zusammenkratzen, damit sie überleben können, gibt es hier? Und wie viele Coaches, die meinen, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug, weil meine Beziehung nicht gut genug ist, weil ich keine Beziehung habe und so weiter und so fort, lass dich immer noch aufhalten, weil sie nicht ein hundertprozentiges Tool haben, um das weiterzugeben und tatsächlich Wirkung zu erzeugen, weil sie selber noch strugglen. Und dann, wenn du selber klar und wahrhaftig bist, wenn du weißt, wer du bist, Divine Design, egal wie du es nennst, dann ist alles easy. Dann ist alles easy, dann ist alles da, dann kannst du dir wünschen, was du willst, dann gibt es keine Limits, dann gibt es keine Grenzen, aber dazu musst du dorthin kommen. Und jeder hat sein eigenes Ding, wenn er das aber nicht anerkennt und wenn er immer noch eine Bedingung dran hat, wie es sein muss, damit es gut ist und nicht bedingungslos einfach davon ausgehen kann, dass es gut ist, dass es erfolgreich ist, dass es reich ist, dass es Fülle ist, dass es Perfektion pur ist, dann sind da Zweifel. Und diese Zweifel kommen nur im Human Design. Die kennt Divine Design, kennt keine Zweifel. Divine Design kennt nur Divine. Und wenn du Divine bist, wer bist du dann? Wie denkst du dann? Was ist dein Selbstkonzept? Was ist dein Konzept von dieser Welt? Was ist dein Konzept von allen anderen Menschen? Das gilt es neu zu erschaffen für deinen Verstand. Der hat es nicht gelernt. Diese Zeit und diese Klarheit, die musst du dir nehmen. Und that's the teaching. Ich habe hundertprozentigen Erfolg von den Frauen, die sich dran halten, die da durchgehen, die das machen, die das verkörpern. Ich liebe das. Dieses Live ist jetzt hier in meiner Gruppe live. Dieses Live ist auf meinem privaten Profil live, weil ich nichts zu verbergen habe. Im Gegenteil, ich habe ganz, ganz viel zu sagen. Ich werde dieses Video auch auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Es wird ein wundergeiles, geniales Jahresprogramm geben für dein Divine Design, für deine Divine Money, für dein Divine Leben mit mir. Und es wird tolle Coaches geben, die aus dem Divine Design Business und Leadership Programm rauskommen. Divine Design Coaches, die dir helfen bei den ersten Schritten, wenn du noch nicht bereit bist, das ganze Jahr durchzuziehen. Aber ich kann dir nur sagen, ein Jahr im Divine Design mit meiner Begleitung dreht dein ganzes Leben um, dreht dein alles um, jeden Bereich, und es wird divine. Also ein Jahr dran geben, ein Jahr arbeiten, ein Jahr geile Erfahrungen, geiles Leben. Pff, hallo? Es ist für mich No-Brainer. Ein Jahr und dann alle anderen Jahre, die da drauf folgen, einfach geil, divine, wunderschön, ohne Sorgen, ohne Probleme, ohne Schwere. Ach, sollte doch jeder wollen, oder? Ich denke mal, auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr mir zugehört habt. Es gibt bald wieder übrigens ein Retreat in Ägypten, 27. August. Gehen wir eine Woche aufs Schiff. Lebensverändernd. Und Details folgen. Bis dann. Tschüss. Schöne Grüße übrigens aus der Costa Brava. Roses bin ich gerade. Ich werde mich jetzt auch noch ein bisschen schön machen nach meinem Sport, aber es ist alles bedingungslos völlig in Ordnung. Wenn ich eine Message für dich habe, dann ist es völlig egal, wie ich aussehe dabei, sondern die Energy und die Überzeugungskraft, die ist wichtig, und deswegen teile ich und teile, damit es mehr davon gibt. Happy Day!